Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy VII Remake. Drückt doch mal den Knopf. Bei jedem Third-Person-Spiel ever gibt es diese Probleme, oder? Ob die uns jetzt gerade wohl auch beobachten? Du hast Heidegger gehört. Live-Übertragung. Das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Grinst einfach nett in die Kameras. Dass man direkt vor einem Objekt stehen muss, um damit interagieren zu können, und der Charakter macht immer einen extra Schritt oder guckt in die falsche Richtung oder so. Jedes Third-Person-Spiel ever. Ich gebe nie auf. Gut. Genug. So, und jetzt blitzen wir die da hinten noch weg und dann Feierabend. Der Feind ist geschwächt. Der Feind ist geschwächt. Aber wo wir hin müssen, das weiß ich nicht. Müssen wir da runter? Eher nicht. Müssen wir da hoch? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir von oben oder von unten gekommen sind. Wird schon passen. Transport von B7 initiiert! Nein, nicht B7! Die Fracht aus B8 ist noch nicht hier und die Funkverbindung ist abgebrochen. Überprüf das! Eindringlinge! Ergreift sie! Hier ist Ebene B7! Wir nehmen die Kampfhandlungen auf! Wir brauchen mehr Zeit! Haltet sie irgendwie auf! Das war's dann. Das ist denn eure Tour? Hier gibt es zwei Lifte samt Steuerpulten. Toll! Dann können wir uns ja richtig austoben. Aber nur mit Schlüsselkarte. Die müssen wir finden. Und da ist sie, oder? Nein, ein Gewitter liegt da einfach so rum. Einfach so ein Gewitter. Das finde ich ziemlich gut, weil ich wollte Tifa schon lange ein Gewitter geben. Das brauchen wir irgendwie ständig. Hä? Warum hat denn auf einmal jetzt Barrett hier noch einen Slot? Das finde ich ja cool. Aber was lernen wir ihm denn? Hier meinetwegen Chakra. Keine Ahnung. Bitteschön. Muss ich erst an die Konsolen gehen oder so, damit ich die Schlüsselkarte finden kann? Für den Lift wird eine Schlüsselkarte benötigt. Nee, wahrscheinlich nicht. Schlüsselkarte. Schlüsselkarte. Ah, Schlüsselkarte. Eine Karte? Eine, ja. Dann können wir also nur einen Lift umleiten, was? Oh, schwere Entscheidung. Überlasse ich dir, Cloud. Und ich kenne mich überhaupt nicht aus. Dieser Lift transportiert einen KI-Kern. So ein Kern erhöht die Rechenleistung. Das Reaktionsvermögen des Roboters wird also gesteigert. Ein riesiger Gegner und schnell noch dazu? Wir sollten uns gut überlegen, wie wir ihn schwächen. Mit der Entsorgung von KI-Kernen hat der Airbuster weniger Leistungsfähigkeit für seinen Fingerschuss. Okay, einen Laserangriff mit Betäubungseffekt. Oh, Betäubungseffekt, das klingt super lästig. Je mehr KI-Kerne entsorgt werden, desto geringer ist also die Gefahr, durch den Fingerschuss betäubt zu werden. Das klingt schon ziemlich gut. Aber vorher gehe ich mal noch an die andere Konsole, weil ich wissen will, was wir da entsorgen könnten. Dieser Lift transportiert etwas, das sich Gigabombe nennt. Hieß früher mal großer Bomber. Eine verheerende Waffe. Mit anderen Worten, Munition. Wenn wir die vernichten, hat der Robo weniger Ladung.
Der Entsorgung von Gigabomben hat der Erbaster weniger Munition für seinen verheerenden Angriff zur Verfügung. Je mehr von den Gigabomben entsorgt werden, desto weniger Angriffe mit großem Schaden kann der Erbaster durchführen. Ehrlich gesagt will ich lieber weniger betäubt werden. Da soll er ruhig Gigabomben rumwerfen, das schaffen wir schon irgendwie. Aber betäubt sein nervt. Das ist frustrierend. Der KI-Kern auf diesem Lift macht den Roboter schneller, oder? Jaha. Ich habe es verstanden, Tifa. Der KI-Kern wird entsorgt. Das geschieht diesem Heidegger recht. Wo ist diese Entsorgungsstation eigentlich? Irgendwo hier im Reaktor. So viel steht fest. Echt? Und da landet das Zeug, das wir umleiten? Ist sicher ein stolzes Sümmchen wert. Gut möglich. Dann sacken wir es ein. Spricht nichts dagegen. Wir müssen die Station nur finden. Okay. Dann gehen wir weiter. So wie ich das Spiel bis jetzt kenne, liegt die Station eh direkt auf dem Weg und wir können gar nicht dran vorbei. 1, 2. Hey Leute, hört mal alle her. Alles, was Shinra euch erzählt, ist gelogen. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Und Shinra schlürft einfach alles weg. Aus diesem Grund. Barrett, was ist denn in dich gefahren? Na, wenn die schon alles übertragen, sollten wir die Chance ergreifen. Glaubst du, die lassen den Ton laufen? Aber wirklich, Barrett, glaubst du echt, dass hier in diesem quasi faschistischen Staatsfernsehen deine Ansprache gesendet wird? Unwahrscheinlich. Ihr habt ganz schön auf euch warten lassen. Kann ich hier irgendwen scannen, analysieren? Tatsächlich, ich habe noch nie Laserkanonen analysiert. Na dann. Kann nicht schaden, ganz genau. Bei diesem autonomen Abwehrsystem aus der Abteilung für Waffenentwicklung handelt es sich um ein Nachfolgermodell des Alpha-Lasers. Mit dem verbesserten Laser kann es sein Ziel durch dann noch besser in Schach halten. Ah, schießt genauso wie vorher. Ich dachte, vielleicht schießt jetzt irgendwie langsamer. Eher so boom, 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 habe ich mir vorgestellt mit der Kanone. Aber ist im Grunde auch wieder. Es bleibt wahrscheinlich immer gleich, so das Angriffsmuster. Ich verstehe schon. Ist das etwa eine Schlüsselkarte? Kann ich jetzt zurückgehen? Oder soll ich die mitnehmen? Ich nehme die mal mit. Wahrscheinlich kommen noch öfter so Entsorgungsmöglichkeiten, Dinger. Ne? Nehme ich mal an. Alles verladen? Die Eindringlinge sind hier! Lasst ihr euch! Die Gesundheit sind in Ebene B6 eingedrungen! Wir greifen an! Analyse! Leider sind schon alle durchanalysiert. Weitere Verzögerungen können wir uns nicht leisten! Sorgt dafür, dass die Sache hier ankommt! Kein Problem! Wir kümmern uns darum! Ich glaube, der ist tot, oder? Jetzt ist er tot, ne? Da. Pupsig. Was hat er gesagt? Pupsig? Hat er gerade wirklich pupsig gesagt? Verstehe ich nicht mal, was das bedeuten soll, pupsig. Ist das eine Frage, ob ich pupse? Ich meine, manchmal. Oder wie jetzt? So, spülen wir hier was runter. Das scheint der Lift für einen KI-Kern zu sein. Jawohl. Weg damit. Was meint ihr? Sollen wir den entsorgen? Bitte, unbedingt. KI-Kerne immer weg.
Was macht denn der Automat mit diesen Karten? Werden die dann geschreddert, nachdem er die reingesteckt hat? Der KI-Kern wird entsorgt. Kriegen dann die Sicherheitsbeauftragten immer palettenweise Sicherheitskarten oder so. Was hätten wir denn hier gehabt eigentlich? Eine M-Einheit, ja. Für den Lift wird eine Schlüsselkarte benötigt. Das ist quasi nur Loot für uns, die M-Einheiten. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wer hier am Ende ein Exempel statuiert. Bist ja blendend gelaunt. Na, ganz Midgar wird dabei zusehen, wie Shinra sich bis auf die Knochen blamiert. Die Spinner nehmen uns die Arbeit praktisch ab. Kommt jetzt etwa ein Freudentanz? Von mir aus gern. Darf ich bitten? Du bist auch eingeladen, Cloud. Danke, verzichte. Tja, und jetzt tanzt niemand. Falsche Versprechungen wieder. Überschallfäuste, das klingt fast so, als wäre das für Tifa ein neues Set Handschuhe. Die sind aber schlechter, was physische Angriffe angeht. Und langsamer, dafür, dass die Überschall heißen, wundert mich das sehr. Man kann aber gleich 4 Materia einsetzen, das ist natürlich nicht schlecht. Dennoch, bleiben wir erstmal bei denen, die sie jetzt hat. Wenn wir irgendwann mal sau viel, sau gute Materie haben, dann kann man sich's ja nochmal überlegen. Zudala. Wegen der Saboteure fehlen uns notwendige Teile. Bitte umgehend Ersatz aus Ebene B5. Roger! Die Eindringlinge! Bringt sie zurück! Dann verhauen wir die mal. Schauen wir mal. Ich guck noch mal. Weil wenn ich genug analysiert habe, dann glaube ich, wird er zu einem automatischen Analysierer und ich muss nichts mehr machen. Das wäre gut. Deswegen sammle ich die. Gonna scan them all. Einfacher geht's nicht. Dann mal weiter. Was wird von hier verschickt? Aber vor allem, wo sind Schlüsselkarten? Liegt hier einfach so am Boden zwischen den Kabeln. Also wirklich. Es gibt insgesamt 4 Lifte. Wir brauchen mehr Schlüsselkarten. Ja, aber woher denn? Soll ich nochmal zurückgehen, ob da unten vielleicht noch eine liegt, wie beim letzten Mal? Aber es sieht nicht so aus, als wäre hier was. Wenn sich die Gegner nicht immer gleich auflösen würden, könnte man die durchsuchen, ob die eine Schlüsselkarte haben. Ja! Also M-Units interessieren mich eher weniger, oder? Big Bomb Shells, okay. Ein AI-Kern. KI-Kern, der muss weg. Und nochmal, ja, dann haben wir die Kerne weg. Dann kann er seinen Fingerlaser, der uns betäubt, irgendwie wegschmeißen. Das finde ich gut. Dieser Lift ist für den KI-Kern. Sehen wir, was es sonst noch gibt und entscheiden dann. Nein, ich habe mich schon entschieden. Der KI-Kern wird entsorgt. Ich hätte dasselbe gemacht. Wetten, das hätte sie bei jedem gesagt.
Der KI-Kern wird entsorgt. Jetzt nehmen wir dem alle KI-Kerne. Das ist voll gut. Alle. Und dann... Das verschafft uns etwas mehr Zeit. Ist der so doof wie... Ob wir es jetzt leichter mit dem Roboter Stück Kartoffel. Haben jedenfalls getan, was wir konnten. Ganz genau. Das haben wir. Und jetzt wird der Blechklotz auf den Schrottplatz verfrachtet. Guckt, er hat null AE-Program-Cores. Null. Das heißt, der funktioniert jetzt im Grunde gar nicht. Der kann überhaupt nicht rechnen. Der macht gar nichts. Vielleicht... Nee, gar nichts macht er. Cool. Ah, so, jetzt. Hurra! Wir sind fast draußen. Tifa, bist du bereit für die Sprengung? Jederzeit. Okay, machen wir mit dem Hobo kurzen Prozess. Ja. Aber erst hauen wir Waldo. Oh, hätte ja sein können, dass das ein bisschen besser ist. Leider ganz im Gegenteil. Oh, da ist ja noch einer. Ah, ich denke immer nicht dran, dass ich näher ran muss. Das nervt mich wirklich. Oh, Gewitter und Heilung haben die nächste Stufe erreicht. Nice. So, was jetzt? Wohin jetzt? Kann ich hier noch was entsorgen? Nee, oder? Dann mache ich eine Tür auf. Wo geht's da lang? Ach, von da sind wir gekommen. Ja, Tifa, du hast recht. Ich verstehe jetzt. Aber ich komme wieder nicht an die Konsole. Und dass ihr im Weg steckt, macht es nicht leichter. Jetzt zeigt sich, ob unsere Aktion ein Erfolg war. Blechklotz, wir kommen. Na gut, Leute, ich befürchte, hinter der nächsten Tür befindet sich der Blechklotz oder zumindest schön langsam. Das heißt, wir machen jetzt hier vorsichtshalber mal Schluss. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal Bosszeit. Den machen wir fertig. Der hat keine KI mehr. Der hat überhaupt keine KI. Der kann überhaupt nichts mehr machen. Außer der kann ferngesteuert werden. Oder der hat so einen rudimentären KI-Kern auf dem Motherboard festgeschweißt. Oder so. Aber, naja, schauen wir mal. Bis dann. Ciao.